Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 39. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketing. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir sind in der KW 39. Natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es geht, glaube ich, so um das Thema KI-Produktion versus realer Produktion unter anderem. Und es geht zweimal, würde ich sagen, mindestens um das Thema Konsistenz und warum Konsistenz wichtig sein kann, beziehungsweise warum es auch mal wichtig sein kann oder vielleicht sogar muss, auch über die eigene Konsistenz zu reden. Da habe ich nämlich einen Kritikpunkt bei einer Marke heute dabei. Und ich würde sagen, los geht's. Und wir starten wieder mal mit dieser schönen oder vielleicht auch guten Kategorie im wahrsten Sinne des Wortes. Die gute Nachricht der Woche. Ja, und es ist eine wirklich, wirklich gute Nachricht der Woche, weil es geht um eine Marke, die sich auf das Wort gut positioniert hat. Und jetzt kann man schon diskutieren, gut, das ist doch so ein inflationäres Wort, das wird doch irgendwie ständig gesagt, ja, jeder sagt so irgendwie, alles ist gut und gut und gut und gut, überall ist immer alles irgendwie gut. Und jetzt gibt's in der Tat eine Marke, die sich schon seit Jahren auf dieses, ja, eigentlich relativ inflationäre Wort positioniert, aber wirklich darstellt, dass, wenn man eigentlich nochmal sich über sozusagen diesen Bedeutungssinn des Wortes Gedanken macht, dass man sich da in der Tat drauf positionieren kann. Das ist die Marke Manufaktum. Ist eine Otto-Tochter, die jetzt einen neuen Werbespot, anscheinend auch den ersten Werbespot überhaupt gemacht hat, wo sie mit einer realen Produktion mal ihre eigene Marke versucht zu positionieren und sich vor allen Dingen auf dieses Wort gut zu positionieren. Das machen sie eben schon seit einigen Jahren, was dann also natürlich eine wunderbare, konsistente Weitererzählung dieser Idee und dieser Positionierungsidee ist. Und was sind da jetzt so die Besonderheiten, warum ich es auch als gute Nachricht der Woche verpacke? Nicht nur aufgrund dessen, dass sie dieses Wort gut eben positionieren. Es geht auch um die Gesamtproduktion und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie sie zu der Produktion gekommen sind. Weil erstens müssen wir feststellen, es ist ein realer Werbespot. Das muss man ja heutzutage schon auch mal betonen. Das heißt, da ist keine KI dabei oder ähnliches. Es ist auch kein überzeichneter Spot, was ja völlig in Ordnung ist, wie ich hier oftmals auch sage. Überzeichnete Spots, auch gerne meinetwegen KI generiert, gehören ja auch dazu, wenn man eben Werbung machen will, wenn man ein bestimmtes Leistungsmerkmal kommunizieren möchte. Aber bei Manufaktum geht es eben um die Echtheit, um die Authentizität, ja, um die echten, guten Produkte sozusagen. Da passt natürlich ein echter, realer Werbespot mit echten Menschen, der so noch richtig, ja, ich sag mal, alte Schule ist sozusagen, der passt natürlich dann wunderbar in das Produktionskonzept rein. Das heißt also, erste Entscheidung, die Manufaktum hier getroffen hat, zu uns passt natürlich ein realer Werbespot wunderbar. Zweites Thema, warum ich Manufaktum hier wirklich als gute Nachricht der Woche auserkoren habe, ist eigentlich die Art und Weise, wie sie auch zu der ganzen Idee des Spots gekommen sind. Und zwar ist da das Schöne, man hat wirklich mal, ja, die strategische Idee hinter dem Spot auch vorher dargestellt. Das heißt, man hat sich wirklich überlegt, was sind, und da bin ich ja die, würde sagen, letzten Wochen und Monate immer wieder hart dran, man hat sich wirklich mal überlegt, was für einen Zweck müssen wir eigentlich erfüllen mit unserem Spot. Was ist die strategische Idee? Warum brauchen wir eigentlich einen Werbespot? Also das ist für manche Marken schon gar keine Frage mehr. Wir machen einfach mal Autoform, wir machen einfach mal einen Werbespot ohne Sinn und Verstand. Wir haben ja das Budget eh schon da, aber sich so diese strategisch-taktischen Fragen der Marke zu stellen, das kommt mir nach wie vor immer noch zu kurz. Und bei Manufaktum sind diese Fragen eben beantwortet worden im Vorfeld. Man hat nämlich erstens festgestellt, ja, man hat so eine Zielgruppe, ein Milieu der sogenannten Bewussten, die nennen sie zumindest mal so, die sich also wirklich beim Kauf Gedanken machen darüber, was sie denn eigentlich kaufen und die auch sagen, Nachhaltigkeit und Genuss oder das Besondere soll sich eben nicht ausschließen. Aber Manufaktum sagt eben auch ganz klar, diese Zielgruppe ist ihnen bewusst sozusagen, aber sie erreichen die eben noch nicht ganz so sehr. Und vor allen Dingen muss man sich bei denen vor allen Dingen ja einfach ins Relevant Set hineinarbeiten. Und dafür nutzen sie eben jetzt Bewegtbild bzw. eine erste TV-Kampagne. Zweiter Aspekt, sie sehen anscheinend über ein regelmäßiges Brand-Tracking-Format, was sie eben selber in Auftrag geben, ganz klar, wo und wie denn eigentlich der Funnel agiert bzw. funktioniert. Das heißt, sie wissen genau, wo gehen eben die Menschen eben zu Manufaktum, wann treten sie vielleicht raus, wann kaufen sie etc. Und deswegen haben sie schon sich genau darüber Gedanken gemacht, wo soll dieser Spot in welcher Form auch bei uns bei den Funnel-Aktivitäten auch unterstützen. Und auch allein diesen Punkt mal wirklich sich zu vergegenwärtigen, wo haben wir Herausforderungen, wo haben wir auch Potenziale, wo sind wir auch gut in unserem Funnel, also von der Awareness bis hin zum Purchase sozusagen, sich da wirklich auch zu überlegen, wie wirkt dann diese
diese Kampagne eigentlich? Das ist eben genau das, was ich meine mit Zweck und sich bewusst darüber zu werden, wo stehen wir denn eigentlich als Marke und daraus dann das Kreativbriefing zu machen. Ja, das ist am Ende Marketing, das ist Kommunikation, das kann manchmal so einfach sein, aber genau diese Einfachheit, diese Klarheit, diese Verbindung zwischen Strategie und Umsetzung, die fehlt mir bei so vielen Spots nach wie vor sehr, sehr stark. Und da muss ich sagen, Manufaktum wirklich gut gemacht im mehrdimensionalen Sinne, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu den Themen der Woche oder vielleicht dem Thema der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und dann müssen wir über die Techniker-Krankenkasse sprechen. Das ist die größte gesetzliche Krankenkasse Deutschlands, muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, die natürlich diesbezüglich erstens ziemlich viel Budget haben und zweitens auch sehr oft kommunizieren. Und jetzt kommt die Techniker-Krankenkasse mit dem nächsten Flight und mit der nächsten großen Kampagne um die Ecke, wo sie sich als sogenannter empathischer Gesundheitspartner positionieren wollen. Auch da ist man gut, man hat also eine klare Positionierungsidee, die hat man jetzt auch hinlänglich über die letzten Monate und Jahre anscheinend herausgearbeitet und hat jetzt einen Spot dazu gemacht, der ja nicht mehr so mit dem Finger zeigen soll, so im Sinne von, ja, sorg mal vor und kümmere dich um deine Gesundheit und so weiter, sondern eher so bestärkend, motivierend sein soll. Deswegen eben empathischer Gesundheitspartner, wir stehen an deiner Seite, wir unterstützen dich, aber eben nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher als Partner, als Freund, als der, der dich eben begleitet. Erstmal grundsätzlich typische Idee, aber gleichzeitig auch ganz gut hier umgesetzt, auch über die Kampagne, weil man sieht in der Kampagne Menschen, die unterschiedliche Herausforderungen haben und wo man dann sieht, ja, wie kann eine Krankenkasse dort eben mit Empathie, aber auch mit diesem an der Seite stehend dann auch unterstützen. Soweit so gut erstmal grundsätzlich also eine gute Strategie, auch nachvollziehbar. Mir ist allerdings etwas, ja, also durch den Kopf gegangen, wo ich euch mal sozusagen auch mal auf die Reise mitnehmen möchte, weil als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Techniker Krankenkasse, die hatte ich doch hier in den letzten Jahren bei Weekly schon öfter mal zu Gast. Mal ging es um die Gen Z, mal ging es eben um den neuen Claim, zum Beispiel vor 3 Jahren, mal ging es auch um eine neue Kampagne vor 1 oder 2 Jahren auch wiederum. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie höre ich von der Techniker-Krankenkasse zu viel und ich kriege es in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Also ich habe den Eindruck, dass sie sich irgendwie vielleicht nicht unbedingt widersprechen, aber dass es zumindest nicht konsistent ist oder auch war. Und habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, habe mir so die letzten Kampagnen der Techniker-Krankenkasse angeschaut und habe dabei mal grundsätzlich gesehen, ja, sie kümmern sich oftmals auch um unterschiedliche Milieus, Generationen und so weiter. Das ist natürlich auch völlig nachvollziehbar, auch ganz klare Taktik und Strategie dahinter. Also das ist in Ordnung, solange man da so eine Grundkonsistenz in der Tonalität etc. hat, aber das war auf jeden Fall mal gegeben. Man hat sich da jeweils auch den Milieus und Generationen angepasst. Und trotzdem ist in meinem Kopf so das Bild entstanden, ja, wie gesagt, die widersprechen sich. Die sind inkonsistent ganz oft. Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich die letzte Kampagne oder eine der großen Kampagnen von 2021 gesehen habe, dass da eigentlich eine ziemlich große Konsistenz drin ist, weil auch damals haben sie sehr viel über Empathie und auch Verlässlichkeit gesprochen und haben sich auch so als Krankenkasse, die an deiner Seite steht, positioniert. Das heißt also, die haben grundsätzlich eigentlich gar keinen Widerspruch über die letzten 3 Jahre kreiert, haben nur ab und zu ein paar nachvollziehbare Ausflüge gemacht. Das Problem, was ich jetzt allerdings darstellen möchte, ist, als ich jetzt diesen neuen Spot gesehen habe und auch die Kommunikation dahinter gesehen habe, habe ich mir schon die Frage gestellt, beziehungsweise habe dann überlegt, wenn die diese Konsistenz eigentlich haben, wenn sie diese strategische Idee offensichtlich über die letzten Jahre auch kreiert haben, warum betonen sie das denn nicht bewusst auch für Leute wie mich zum Beispiel, die eben sowas kritisch prüfen? Sie sagen, ja, wir spielen diese Idee jetzt weiter, wir setzen da nur noch mal einen drauf, wir haben das weiter perfektioniert, intensiviert etc. Und es wirkt so, als ob sie diese Botschaft als völlig neu verkaufen wollen, was vielleicht auch die Idee dahinter ist. Man möchte wieder ein bisschen Aufmerksamkeit, möchte da irgendwie so diese neue Kampagne vorstellen etc. Aber ich denke da wirklich, warum dann nicht diese Konsistenz mal betonen und dadurch auch den Leuten vermitteln, ja, wir sind schon immer eigentlich der Partner an deiner Seite, wir sind schon immer der, der mit Empathie arbeitet etc. Und da habe ich mir so überlegt, irgendwie muss es da vielleicht einen Grund geben oder auch einfach ihnen fehlt vielleicht dieses Bewusstsein dafür, dass sie dieses Thema schon länger spielen, dass da entweder irgendein Grund dahinter steht, dass man diese Konsistenz nicht betonen will, vielleicht wenn man eine neue Agentur hat oder ähnliches, aber ich sehe es doch einem wirklich als positiven Punkt an, dass eine Marke da über Jahre jetzt schon versucht hat, eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde, es ist die Aufgabe der Kommunikationseinheit und auch der Vermittlung dann, dass man diese Konsistenz, diese durchgehende Strategie eben betont. Weil am Ende ist das ja die Aufgabe von Marketing und Markenführung, sich eben wirklich eine strategische Route zu überlegen und die im Optimalfall konsistent über Jahre, Jahrzehnte durchzuziehen. Weil dann wird natürlich aus einer bloßen Marketingidee irgendwann dann auch eine echte Positionierung und Zementierung der Marke. Und das fehlt mir hier in dieser Außenkommunikation, dass man das einfach mal stärker betont.
betont. Und ich finde, wie gesagt, das ist auch die Aufgabe, damit so ein konsistentes Bild bei den Leuten auch entsteht. Auch gerade übrigens in der Innenkommunikation, weil wenn du natürlich diese Kommunikation durchziehst, dann entsteht im Optimalfall auch die Wirkung nach innen, dass auch die Techniker, Krankenkassen, Mitarbeitenden merken, ja, wir sind wirklich dieser empathische Gesundheitspartner, weil das ist auch das, was ich vielleicht auch noch vermute, muss man dabei sagen, wenn ich sowas sehe, diese Kommunikation, die wie gesagt nicht so richtig aufbaut auf dem, was man die letzten Jahre auch schon gehört hat, da vermute ich, dass es aktuell vielleicht noch eine relativ oberflächlich getriebene Kampagne ist, das heißt, die sehr im Außenverhältnis wirkt, aber nicht so sehr im Innenverhältnis wirkt. Das heißt, vielleicht noch nicht dafür gesorgt hat, dass die Menschen das auch wirklich leben, dass sie es umsetzen, dass sie es an den Kontaktpunkten zum Ausdruck bringen und so weiter, weil das ist am Ende natürlich auch die Aufgabe, dass wir es nicht nur in Außenkommunikation spielen, sondern viel mehr vielleicht erst im Innenleben umsetzen und dann das Außen auch manifestieren. Und ja, da ist, wie gesagt, meine Vermutung, dass da bei der Techniker Krankenkasse nur aufgrund dieser fehlenden Narrativkommunikation sozusagen, dass ich glaube, dass es vielleicht aktuell noch eine oberflächliche Idee ist. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber wenn es noch so ist, ist das vielleicht dann das große Potenzial für die Techniker, wirklich da noch zu arbeiten, jetzt diesen empathischen Gesundheitspartner nicht nur außen zu versprechen, sondern innen auch zu leben. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Ja, und da gibt es eine weitere Studie vom Institut für Handelsforschung, IAF, die untersucht haben und 3000 Konsumentinnen und Konsumenten befragt haben, wie es denn eigentlich um die Markenprodukte steht. Das heißt also, wie sehr greift man denn aktuell zu Markenprodukten und wie sehr dann auch zu Eigenmarken. Und das passt ganz gut ja auch zu einer Studie, die ich so auch für 3, 4, 5 Wochen mal hier hatte, wo ja schon grundsätzlich mal so die Renaissance von Marken, Renaissance ist jetzt ein sehr großes Wort, vielleicht sagen wir mal Comeback der Markenprodukte schon geliefert haben. Das heißt ja, Eigenmarken sind sehr stark, aber es gibt auch klare Gründe, warum man zu den Markenprodukten auch greift. Und das ist zum Beispiel dieses Thema Qualität, Sicherheit und auch diese Transparenz bzw. die klaren emotionalen Assoziationen, die ich nach wie vor mit einer Marke habe. Und das hat eben dieses Institut ebenfalls nachgewiesen bei den 3000 Befragten, dass sie klar rausstellen konnten, ja, die Markenartikel haben jetzt wieder ein Comeback, nachdem wir uns natürlich inflationsbedingt vielleicht etwas mehr in Richtung Kostenoptimierung orientiert haben und deswegen etwas mehr Richtung Eigenmarken etc. gegriffen haben, merkt man jetzt wieder bei diesen Konsumentinnen und Konsumenten, ja, man hat nach wie vor oder wieder jetzt eine starke Nachfrage gegenüber den etablierten großen Marken, weil sie eben dieses Thema Qualität und Sicherheit, Verlässlichkeit nach wie vor sehr, sehr gut bestätigen und besetzen. Spannend fand ich in dem Zuge auch, dass auch das Thema Amazon, Temu und Shein auch untersucht wurde. Und da merkt man vielleicht so ein bisschen einen ersten Anflug davon, dass natürlich diese Marken, insbesondere Temu und Shein, natürlich einen extremen Hype hatten. Unter anderem wahrscheinlich auch aufgrund dieses Kostenthemas. Aber ich glaube auch aufgrund dessen, dass es natürlich etwas Neues war. Und man natürlich dann auch gesehen hat, okay, das möchte ich einerseits ausprobieren. Und weil es natürlich irgendwo auch verführerisch ist, wenn ich bei Shein und auch Temu einfach Produkte bekomme zu einem Bruchteil der Kosten. Und ich erstmal sage, ja, das mache ich jetzt mal und klar, das ist irgendwie auch verführerisch, wie gesagt, diese Produkte und diese Möglichkeiten auch zu sehen, aber vielleicht auch zunehmend, auch aufgrund der Diskussion um diese beiden Marken, natürlich so eine gewisse Unsicherheit dann trotzdem zu spüren, dass jeder weiß, das ist natürlich nicht gut für den Preis und vielleicht so ein bisschen dieses Gewissen die Leute auch einholt. Das zumindest verstehe ich auch hinter den Ergebnissen dieser Studie, weil eine gewisse Unsicherheit, wie gesagt, hier auch dargestellt wird von den Konsumentinnen und Konsumenten, was eben Amazon, Shein und auch Temu angeht. Und vor deinem Hintergrund, das glaube ich auch eine ganz spannende Nebenerkenntnis auf jeden Fall von dieser Studie. Also in dem Sinne gute Nachrichten für alle gut positionierten Marken. Da sind wir vielleicht wieder bei Manufaktum angekommen. Und dann kommen wir noch zur Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Jetzt habe ich gerade nochmal im Manufaktum angesprochen und wir erinnern uns also jetzt an den Anfang von Weekly hier gerade zurück, wo wir gerade über den realen Werbespot gesprochen haben. Und jetzt sprechen wir über KI-generierte Werbespots, weil da gab es gerade in Venedig ein KI-Kampagnenfestival, wo es eben nur um Kampagnen ging oder auch TV-Spots ging, die nur mithilfe von KI produziert wurden. Und da habe ich ja auch schon hier unterschiedlichste Positionen auch dargestellt, die aber trotzdem aus meiner Sicht immer konsistent sind, weil ich habe nie KI verteufelt, sondern habe immer gesagt, der Zweck, auch da sind wir beim Zweck, der Zweck muss klar sein und dann, wenn du also die Idee hast, was soll meine Werbung, meine Kommunikation denn bezwecken, dann muss ich mich entscheiden, wie produziere ich das Ganze und dann kann natürlich künstliche Intelligenz bei dieser Produktion helfen und genau das zeigt jetzt ein extrem emotionaler Werbespot, der so mit dem Untertitel The Revived beschrieben werden kann.
Ja, und der ist von einer Agentur oder Produktionsfirma gemacht worden, die Tech Tide hießen und die eben in Venedig an diesem Filmfestival teilgenommen haben und dort anscheinend sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen haben und aus meiner Sicht nicht besonders überraschend, weil bei The Revived geht es um ukrainische Sportlerinnen und Sportler, die im Zuge des Kriegs in der Ukraine gestorben sind und jetzt deswegen unter anderem natürlich nicht an den Olympischen Spielen stattfinden konnten, aber eben damals Leistungssportlerinnen und Sportler waren, bevor sie eben gestorben sind aufgrund des Kriegs. Und diese Geschichte versucht jetzt Tech Tide eben in diesem Spot The Revived weiter zu spinnen bzw. zu spielen und zu zeigen, was wäre denn gewesen, wenn die nach wie vor am Leben wären. Dann hätten sie teilgenommen, hätten man vielleicht auch die ein oder andere Medaille gewonnen etc. Und mithilfe dieser emotionalen Wiederbelebung dieser gestorbenen Sportlerinnen und Sportler versucht Tech Tide hier darauf aufmerksam zu machen, ja, dieser Krieg grassiert immer noch, dieser Krieg ist eben nach wie vor am Laufen und es gibt im Optimalfall Möglichkeiten und Instrumente, da natürlich etwas dagegen zu tun bzw. dass dieser Krieg eben in irgendeiner Form auch beendet wird. Und dort ist natürlich künstliche Intelligenz jetzt eingesetzt worden, um diese Sportlerinnen und Sportler, die wie gesagt gestorben sind, wieder zu beleben und sie sprechen zu lassen. Wie wäre es denn gewesen, wenn ich an Olympia teilgenommen hätte? Und wie gesagt, ihr könnt euch, glaube ich, die Emotionalität dahinter vorstellen und dann auch irgendwie vorstellen, dass da künstliche Intelligenz, wie gesagt, natürlich Sinn macht, um Menschen wieder zu beleben. Hinzu kommt natürlich, das muss man auch sagen, hat Tech Tide auch dargestellt, man hatte ganz, ganz wenig Zeit, um diesen Spot noch zu produzieren, auch im Zuge von Olympia, aber vielleicht auch für dieses Festival und so weiter, weil man musste sehr lange nachvollziehbarerweise mit den Familien sprechen und auch diskutieren, ja, wie werden die Sportlerinnen und Sportler dargestellt, was will man genau zeigen etc. Man hatte am Ende nur 11 Tage Zeit, um diesen großartigen und sehr bildgewaltigen Spot eben am Ende dann auch zu produzieren. Und da kann natürlich künstliche Intelligenz auch helfen. Also das heißt hier, klarer Zweck, klare Idee, etwas, was man vielleicht mit realen Mitteln gar nicht nachmachen kann, da dann künstliche Intelligenz, diese großartige Technologie zu nutzen, das ist natürlich da völlig logisch. Und da, wie gesagt, passt Zweck und Ausgestaltung wunderbar zueinander. Von daher hier ein extrem emotionaler Werbespot. Schaut ihn euch auf jeden Fall an und wunderbar gemacht mit künstlicher Intelligenz. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Werbespot von Müller. Habe ich auch überlegt, ob ich die überhaupt hier feature. Ja, ihr wisst vielleicht warum. Es gibt ja so ein paar Diskussionen um diese Marke aktuell immer wieder rum, aufgrund der Nähe auch zur AfD, von dem Gründer am Ende. Aber wollen wir jetzt mal gar nicht drüber reden. Ich feature es trotzdem, weil erstmal der Werbespot ganz spannend ist. Und zwar geht's um den guten alten Joghurt mit der Ecke. Und vielleicht habt ihr genauso wie ich auch jetzt diesen Jingle im Kopf, der Joghurt mit der Ecke mit was drin. Also ich hatte es zumindest die ganze Zeit im Kopf, als ich jetzt den neuen Werbespot von Müller und der Joghurt mit der Ecke gesehen habe, weil der Joghurt mit der Ecke kriegt eben eine Revitalisierung. Der wird jetzt sozusagen neu aufgemacht hier und mit etwas nochmal veränderten Design und auch einer anderen Kampagnenidee. Und da ist so, ich sag mal, die Idee der Kampagne, auch des Storyboards sozusagen, dass man einen Anfang sieht, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber man noch nicht so genau weiß, worauf das hinausläuft. Und dann kommt ein überraschender Bruch, der ja da auch so ein bisschen darstellen soll, okay, du fängst bei dem Joghurt mit der Ecke auch erstmal mit dem konventionellen Joghurt an. Und dann kommt sozusagen die Überraschung, so der Spice, die Würze mit rein, weil natürlich dann die Ecke abknappst oder umkippst und in deinen Joghurt mit reinmischt. Das heißt also, bei dem Joghurt mit der Ecke soll es in Zukunft ganz, ganz stark um diese Überraschungseffekte gehen. Es ist irgendwie so dieser Überraschungsmoment, der den Joghurt mit der Ecke mal so ein bisschen besonders macht. Und das soll, wie gesagt, kampagnentechnisch und Storytelling-technisch übermittelt werden. Und das machen sie jetzt gerade aktuell mit einem Spot, wo man einen vermeintlichen Piloten sieht, der in einem etwas ungewöhnlichen Umfeld, ja, so eine Ansage trainiert als Pilot und sich dabei offensichtlich einen Joghurt mit der Ecke aufmacht und dann denkt man, ja, ist ja irgendwie ein Pilot, aber dann kommt der sozusagen aus diesem ungewöhnlichen Umfeld auf die Bühne und man sieht, dass er ein Stripper ist, der in einem anscheinend Warschauer Stripclub, da wurde das aufgenommen, eben auftritt als vermeintlicher Pilot. Und das ist so genau dieser Bruch, der, sag ich mal, dramaturgisch und über das Storytelling hier verkörpert werden soll. Und das passt natürlich dann auch wunderbar, um diese Idee der Überraschung hier zu inszenieren. Und auch da finde ich jetzt erstmal gute Idee, dass man sich so überlegt, wie könnte denn unsere Kampagnenmetrik, so unsere Methodik, unser Storyboard aussehen, um dieses Überraschungsmoment auch zu verkörpern und den Joghurt mit der Ecke nachhaltig als Überraschungsjoghurt eben zu positionieren. Das Einzige, was ich dabei nicht so schön finde, ist eben diese ja vermeintlich fehlende Konsistenz, weil das muss man auch sagen, der Joghurt mit der Ecke ist natürlich eine Marke, die immer davon gelebt hat, immer wieder einfach diese Aufmerksamkeit zu kreieren, mit den Geissens, mit dem Jingle, mit unterschiedlichsten Ideen, wie man dieses Produkt
Produkt schon ja positioniert hat. Und jetzt kommt eben so eine neue ja, Idee, ein neues Storyboard. Und ich hoffe einfach, dass das vielleicht etwas ist, was jetzt eine nachhaltige Idee darstellt, dass man das vielleicht mal über die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre auch positioniert, weil man einfach klar sagt, ja, der Joghurt mit der Ecke ist der Überraschungsjoghurt und dann sich vielleicht ja diese Kampagnenidee sich auch durchzieht über unterschiedlichste Macharten. Das wäre dann wieder das Thema Konsistenz, was ich echt schön fände, weil ansonsten, wie gesagt, finde ich die Spot-Idee gut und auch den Zweck hier gut, auch gut positioniert, wie der Joghurt mit der Ecke eben positioniert ist und das eben gut artikuliert. Schauen wir jetzt nochmal auf die Konsistenz, mal gucken, was Müller daraus macht. Ja, und das war's auch schon wieder von Brandtrust Talks Weekly. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.